So, meine Freunde, ich begrüße euch zum zweiten Pokotuber Stammtisch. Vor 2 Wochen gab es den ersten und jetzt gibt es den zweiten zum Thema Hacks. Wir reden heute ganz allgemein über Hacks, ob es wirklich Sinn macht, sich darüber aufzuregen oder ob es einfach zum Spiel gehört. Und ich bin natürlich nicht allein. Ich habe mir den Gangstart oder Gagstart dazu geholt. Ja, Gangster. Dann den kleinen sexy Troix. Hallöchen, Leute. Und den Schlingel aller Schlinge, sozusagen den Oberschlingel, Sephiron. Hey Leute, aber ganz kurz eine Frage, Bimon. Ja? Wo ist das Bier? Ich meine, das ist ein Stammtisch. Das Bier, das kriegst du Bier? später. Okay. Es wäre natürlich grandios, wenn wir uns alle wirklich treffen könnten und nebenbei ein Bier trinken könnten. Das wäre perfekt. Das wäre wirklich echt nice. Aber man könnte es ja zum Beispiel nächstes Jahr zu Gamescom mal als Live-Version aufnehmen. Genau. Das wäre natürlich episch. Ja, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Klingt am Nintendo-Stand. Ja, so mit einem Kasten Bier. Alles klar, Leute. Okay, die Idee steht schon mal. Also, Thema Hacks. Für Leute, die es nicht wissen, Hacks ist umgangssprachlich in der Pokétuber-Szene alles, was mit Zufall zu tun hat. Also, wenn euer Pokémon eingefroren wird durch Eisstrahl, wenn eure Attacke nicht trifft, wenn ihr crittet, also was bezeichnet man umgangssprachlich im Pokétubing und in der CP-Szene als Hacks. Und wir haben Sephiron dabei, weil Sephiron hat einige Probleme gehabt, zwecks Attacken nicht treffen, das kennen wir vielleicht noch aus der DPL. Troix hatte auch schon einige Probleme, weil er gefreezed wurde, Ach, zufälligerweise. leck mich doch. Und wir fangen mit dem Gangstart an. Was hältst du denn von Hex? Gehört zum Spiel Also, dazu? sind wir jetzt hier so eine Runde von den anonymen Gehexten oder wie? So jeder erzählt Zumindest so ein bisschen. zwei von euch. Ich werde Okay, immer bei alles Road to klar. Moss zum Beispiel gehext. Ich Okay, habe da immer nicht Glück. nur noch ganz kurz eine Regel hinzufügen. Leute, Hacks passieren in der Regel immer dann, wenn ihr es überhaupt nicht gebrauchen könnt. So, das ist die wichtigste Regel bei Hacks, ne? Merkt euch das. Also dann, wenn es euch richtig in die Suppe scheißt. Ne? So einen richtig fetten Batzen. Okay, Das ist aber schön Gangstart, gesagt. kannst anfangen. Ja, also Hacks grundsätzlich finde ich sind definitiv gehören halt zum Spiel. Hacks natürlich auch von beiden Seiten. Mit denen kann man natürlich strategisch spielen oder halt auch über alles verabscheuen und die Leute haten. Aber ich glaube, jeder, also ziemlich jeder von uns auch spielt mindestens ein oder zwei Attacken, mit denen er versucht, die Hex quasi heraufzubeschwören. Also ich glaube, die erste davon wäre natürlich das allseits bekannte Siedewasser und die Donnerwelle. So, das sind ja grundsätzlich die hexigsten Attacken. Und Ja ich gut, Donnerwelle hat ja 100% Parachance, von daher hast du nicht wirklich einen Hex. Also Hex sind ja luckbasiert, beziehungsweise Sachen wie Eisstrahl oder was auch immer, wo du eine 10% Chance hast. Bei Donnerwelle würde ich dir jetzt das nicht sagen, aber vielleicht bei Body Slam. Ja, ich meinte eigentlich mehr quasi die Paralyse zu bekommen, während man Ach paralysiert so, ist. ach die Das, Fullpara meinst du? ja, das habe Okay. ich ein bisschen scheiße formuliert. Ja. Und halt, ja, wie Sifi gerade sagte, die Freezes und die ganzen Crits natürlich auch. Aber grundsätzlich sind Hacks, ja, die sind auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Teil vom Spiel und sollten auch immer so bleiben. Okay, wie siehst du das, Sifi? Generell finde ich Hacks ganz gut. Sie verleihen dem Spiel so ein bisschen, ich weiß nicht, knackige Sachen. Ohne Hacks kann man teilweise sehr frustrierende Momente haben. Also wenn man, ich weiß nicht, so ein +6 Pixie vor einem hat oder so und einfach den Crit nicht bekommt oder was auch immer. Also solche Momente können echt so ein Schlüsselmoment sein, der das Spiel halt noch kehrt. Natürlich auch zum Gunsten des Gegners, geht alles. Ich persönlich finde Hex an sich eine coole Sache, auch wenn es mir selbst einige Male passiert, aber es gehört halt dazu. Was ich nicht so cool finde, ist, wenn man wirklich versucht, nur mit Hex zu spielen, beziehungsweise wenn man sich, ich weiß nicht, zwei, drei Togekisses ins Team nimmt, dann noch, ihr versteht, was ich meine, ne? Nur mit Also, Paraflinch genau, und solche Sachen Togekiss, spielt und Jirachi so. und sowas. Genau, also grundsätzlich kann man das machen, vielleicht mit einem Pokémon, das gehört halt zur Strategie dieses Pokémons, aber man sollte jetzt nicht auf die Hex vertrauen und hier voll das Hex-Gott-Team mitnehmen, so in dem Sinn. Also keine Ahnung, so ein Kingstein
ne, Wasserschuriken und was auch immer hier, mit was man alles weghexen kann. Da wäre ich jetzt nicht so Fan von. Es gibt coole Strategien, die man zeigen kann, aber so ein ganzes Team so zu bauen, wäre einfach fail, denke ich mal. Aber generell, Hex machen das Battle spannender, weil man weiß nie, ob man einen Crit bekommt, ob man irgendwie noch durchkommt oder ob der Typ jetzt zu hoch geboostet hat oder was auch immer. Also ich finde es ziemlich spannend. Natürlich kann es frustrierend sein, es kann aber auch ganz genau so umgekehrt sein und für Freudeschreie sorgen. Und das ist auf jeden Fall Emotion, Freunde, Emotion. Das das hat man bei dir gesehen. leider im Negativen. das mit dem Team, mit dem Hex-Team ist ganz gut, bevor wir zu Trox kommen. Mich hat letztens ein Abonnent geschrieben und war ganz stolz darauf, dass er ein Team hatte mit Togekiss, mit Irachi und mit, ich glaube, Meluetta kann auch Edelmut haben. Und fand sich halt total toll, dass er halt ein Team hatte, was total auf dieses Hex, dass du halt hier parafinchst, und den Gegner einfach bloß so abfuckst mit sowas. Und das finde ich wiederum eine Sache. Also ich wäre auch so als persönlich nicht stolz. Wenn man Togekiss spielt mit Paraflinch, okay. Vielleicht in einem anderen Team Irachi, okay. Aber ich muss nicht alle drei in dem Team haben, bloß um die Gegner so zu nerven und mit sowas zu gewinnen. Und das ist halt nicht so wirklich der Sinn der Sache. Ja, weil wenn du das halt zu einem gewissen Punkt so viel Glück mitbringst, dann hat das Battle wirklich praktisch nur noch mit Glück zu tun, nicht mit Skill, sondern ja, mit einem Pokémon lässt sich das auf jeden Fall verkraften. Aber wenn du dann halt wirklich 2, 3, 4 Pokémon so drin hast, die das wirklich so ein bisschen heraufbeschwören, ja, entweder gewinnst du dann halt, weil der Gegner selbst mit seinen Hex-Pokémon Pech hat, oder er hext dich einfach weg und du kannst gar nichts machen und das hat dann nichts mit Skill zu tun, sondern einfach nur Glück. Und generell sollte es nicht nur Skill sein, sondern auch ein bisschen Glück, aber das Glück sollte auf keinen Fall die Überhand nehmen oder überwiegen bei einem Pokémon-Battle. So, Troix, wie siehst du das denn? Ich sehe das ähnlich wie Sefi und Gex da. Ich meine, Hex gehören zu Pokémon dazu, das ist keine Frage. Und verleihen dem Ganzen auch eine gewisse Würze. Ich meine, es ist echt spannend, wenn man jetzt gegenübersteht, es kommt vielleicht zu einem Speed-High und der Gegner bekommt einen Crit. Gut, scheiße für dich. Aber im Gegenzug kannst du auch den Crit bekommen und das Game für dich entscheiden. Also es ist wirklich, es beruht auf Gegenseitigkeit, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt die Crits kassierst, irgendwann bekommst du sie und freust dich eben. Und gut, gutes Beispiel von vorher von dir, Biemann, mit dem Eistrahl. DPL-Kampf ist genauso wie der Kampf gegen Daniel, also gegen Pokémon Tutorial TV, wo er mich mit Togekiss weggeflincht hat und auch noch das spielentscheidende Pokémon, Florges, hätte sein ganzes Team rapen können. Ich konnte nicht mehr durch, dank dem Luftschnitt, und ja, es frustriert einfach. Und bei dir genauso, Milotic, erster Move, Eistrahl, Zapdos, Freeze. Es ist natürlich nicht schön, es ist gar nicht schön, aber es gehört zu Pokémon dazu. Und wirklich jeder, der sich aufregt, man kann sich aufregen, klar, aber im Nachhinein, es ist eben passiert und es kann genauso gut dich treffen, dass du die Freezes bekommst und die Crits. Also, es ist, ja, zwiegespalten, ne, zwiegespaltenes Thema. Es ist echt ein schönes Thema, das du dir ausgesucht hast. Ist schön zum Diskutieren. Mal so nebenbei. Also es gibt ja verschiedene Strategien, um Pokémon zu spielen. Wir kennen ja alle Siedewasser, wir kennen auch alle Luftschnitt bei Togekiss. Ich finde, es gibt zwei Arten von Hacks. Es gibt einmal den Zufallshack, also wirklich, wenn du Eisstrahl machst, dann hast du halt diese 10% Chance zu freezen. Und es gibt das strategische Hex, also du spielst halt Siedewasser wirklich teilweise, um den Burn zu kriegen auf dem physischen Sweeper. Oder du spielst halt auch Luftschnitt, weil du ganz genau weißt, du hast mit Togekiss die erhöhte Chance, dass sie zurückschreckt. Nutzt ihr das teilweise aus? Ich meine, man könnte zum Beispiel auch auf dem Wasser-Pokémon Surfer spielen statt Siedewasser, ist stärker. Du hast aber auch nicht die Burn-Chance. Also sollte man sowas ausnutzen? Ich denke, genau deswegen ist Siedewasser der neue Wassermove schlechthin. Man spielt auf allem Siedewasser, ob es, keine Ahnung, Suicune, Milotic oder was auch immer ist. Genau, um den Burn halt hervorzurufen, um physische Sweeper zu verkrüppeln. Ich denke, das hat einen ganz ausschlaggebenden Change im Meta so gesetzt. Find's aber eigentlich okay. Wie gesagt, ich finde, wenn du 30% hast, wie bei Body Slam oder Siedewasser, kann man das auf jeden Fall machen. Es ist, man könnte auch Will-O-Wisp drauf spielen oder so, aber da hat man halt die Chance zu verfehlen, dann spielt man halt Siedewasser, dafür hat man da halt nicht jedes Mal die Chance zu burnen, so, ich weiß nicht. Also generell finde ich es eine gute Sache und
ja, keine Ahnung. Also man, wenn man weiß, dass das gegnerische Pokémon sieht, was er hat, und man hat ein physisches Pokémon drin, dann wechselt man in der Regel aus. Also von daher, außer man hat kein anderes Pokémon mehr, dann ist es einfach Pech und dann hat man schlecht gespielt und verliert deswegen. Also bei mir persönlich hat jetzt ein Scald Hex gegen mich noch nie wirklich dazu geführt, dass ich einen Kampf verloren habe. So. Hey, bei Siedewasser kann man es auch teilweise erwarten. Ich meine, wenn man sieht, das spielt mit Siedewasser, okay, da rechnet man schon insgeheim im Hintergrund damit, ah, da könnte man spüren, vielleicht doch lieber was anderes spielen, also fast was anderes einwechseln oder so. Troix, wie siehst du das? Ja, genauso. Siedewasser würde ich persönlich auch eher bevorzugen. Ich meine, egal, ob es jetzt ein physischer Angreifer wäre, wobei es hier natürlich von Vorteil ist oder ein spezieller Angreifer, es ist konstanter Schaden, den das Pokémon bekommt. Und wer will das nicht? Keine Ahnung. Falsch Gags dort? Ja, natürlich Siedewasser halt, wie auch Sefi und Troix beide schon sagten, ist halt, macht halt nur so geringfügig weniger Schaden als ein Surfer oder viel weniger Schaden als eine Hydro-Pumpe, aber trifft natürlich safe und man hat auch immer diese 30%ige Burn-Chance, die tatsächlich, kennt man das ja auch, wenn man ein Siedewasser abkriegt, dann sitzt man da immer und sagt so, kein Burn. Und ja, wenn man dann den Burn bekommt, dann denkt man sich, ja, ist halt Siedewasser. Wenn man den Burn nicht kriegt, dann freut man sich und macht seinen nächsten Zug. Na, das denke ich ist auch noch ein Unterschied. Wenn du ein Siedewasser kassierst, dann denkst du dir ständig, kein Burn bitte. Wenn du aber einen Eisstrahl kassierst, dann denkst du dir, naja, dann denkst du weniger daran, bitte kein Freeze, weil es halt nur 10% sind. Und wenn die dann halt kommen, dann bist du somit umso mehr zerstört, ne? Dann bist du umso mehr destroyed, wenn du auf einmal so ein Eisklotz bist und gar nichts mehr machen kannst. Und da muss man ja auch sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Hacks, beziehungsweise es gibt verschiedene Arten von wie sich ein Hex äußert, ne? Ob man irgendwas verfehlt, ob man irgendwas einfriert oder burnt. Oder ob man einen Crit macht oder was auch immer. Ne? Also es gibt da ja ganz verschiedene Arten. Und ich weiß nicht, wäre ja noch mal interessant zu hören, was denn euer meistgehasster Hex ist. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Also mein meistgehasster Hex ist auf jeden Fall, eine Attacke zu verfehlen. damit kann ich gar nicht umgehen. Damit kann ich gar nichts anfangen. Und speziell, wenn es 5-mal dieselbe Attacke ist. Dann noch in einem DPL-Kampf. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, Sephiroth hat schon 8 Spieltage DPL gespielt, hat mit seinem Zoroark, also seinem Signature-Pokémon, wirklich fast jeden Focus-Blast nicht getroffen. Nee, ich habe keinen einzigen Focus-Blast getroffen. Und in der gesamten Session. Ich habe 5-mal Focus-Blast eingesetzt. 5-mal. Und es hat 5-mal nicht getroffen. Und ich dachte mir immer, ja komm schon, jetzt muss es ja sein. Es kann nicht sein, dass es nochmal nicht trifft. Und es ist bis zum 5. Mal, hat es nicht getroffen. Und dann, ne, dann war vorbei. Dann flog das Headset. Ja. Erstes Kissen. Erstes Kissen, dann das Headset, genau. Und es war halt schon so eine Sache, also es tat mir persönlich wirklich leid, weil klar, Focus Blast ist eine Attacke, die trifft wirklich nicht häufig, in dem Sinne, obwohl 70% geht eigentlich noch. Aber dass man so Pech haben kann, dass es wirklich in wichtigen Situationen nicht trifft, ist halt immer so scheiße. Ja, vor allem, weil Focus Blast halt so eine Attacke ist, die in der Regel sehr effektiv auf Pokémon gespielt wird, also kein Pokémon kann es lernen, außer Lucario, was Stab drauf hat, deswegen spielst du das wirklich nur auf Pokémon, auf die es sehr effektiv ist, weil du halt den Stab-Bonus nicht bekommst. Und wenn du den dann misst, ne, wenn du diese eine Attacke dann misst, dann ist es natürlich doppelt frustrierend, weil du kannst mit keiner anderen irgendwie Damage machen, oder das ist halt der Grund, weswegen du sie spielst, weil sie sehr effektiv ist, nicht weil sie einfach irgendwie ein bisschen Damage drückt. Das ist so das Ding mit Focus Blast. Aber hey, früher habe ich tatsächlich fast nie Focus Blasts verfehlt, aber seit der DPL haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Überlegst du das zweimal, die Attacke zu spielen? Ja, ich habe das Set ein bisschen geändert. Also ich habe jetzt auf keinen meiner Zoroarks noch Focus Blast drauf, außer auf einem. Aber das ist eh so das Schwarze von denen. Das schwarze Schaf. Jetzt lieber HP-Kampf. Genau. Naja, man könnte auch Low-Kick drauf spielen, Lanze, glaube ich, auch. Und ja. Nicht mal so schlecht. Ist nicht schlecht, aber kann man nicht vergleichen, also ja, von der klar. Stärke her. Das stimmt schon.
Aber die Frage ist gar nicht mal so schlecht, ne? Was ist der schlimmste Hex, dem einfach stirbt flinchen bei mir? Also ich hasse es, geflincht zu werden. Weil das ist wirklich so, als das ist. Oh, man kann wirklich den Zug nix machen. Ja, stirbt flinchen ist so meins, was ich überhaupt nicht mag. Da schließe ich mich an. Flinchen ist nie schön. Besonders Kaskade Flinch. Oder von Biss, ne? Kreuz. Oder von. Schlimmsten Hacks sind, glaube ich, werden wir uns auch alle einigen, einfach die Hacks, nach denen man dann quasi nicht mehr angreifen kann. Also, sei es ein Crit, der dich dann killt, oder ein Flinch, oder ein, halt, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt keine Schlafhacks oder so, aber halt dann Freeze oder sowas. Naja, Spurt. Ja, oder Spurt geht auch, ja. Ja, stimmt, ja. Das ist aber ja eher eine Fähigkeit, ne? Ja, genau, aber es ist ja auch Hex, ob die proggt und was es dann gibt, ne, da kannst du ja, glaube ich, einschlafen, da kannst du vergiftet werden. Paralysiert, glaube ich, geht auch. Ja, paralysiert kannst du auch werden, also das ist sowas wie eine Try-Attack. Und ja, das ist der einzige Schlafhex, der mir gerade einfällt. Ja, mir fällt. Ja, sonst gibt's auch keinen. Aber Tripad ist zum Beispiel auch sowas. Das ist auch, wenn da irgendwas davon eintrifft, das ist auch assi. Wo Schlafbruder treffen, könnte man ja auch als Hex bezeichnen. Nicht wirklich, weil Schlafbruder, du gehst halt davon aus, dass du es triffst. Ne? Wenn es nicht trifft, dann hast du einfach die, keine Ahnung, was sind das, 20%, 30% Chance, dass es nicht trifft. Genau wie halt Focus Blast so. Aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Kann man wirklich Attacken verfehlen als Hex bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ja, es wären dann, glaube ich, Hex, die halt von deiner Seite auf dich kommen, aber wenn du halt einen nicht triffst, dann ist es, glaube ich, da halt keine Hex, sondern mehr so halt ein bisschen Pech, weil man hat ja das Risiko selbst eingegangen, als man die Attacke quasi ausgewählt hat. Aber wenn man halt, so wie du, 3-4 Stücke hintereinander abkriegt, dann könnte man das auf jeden Fall als Hex bezeichnen. Ich finde, bei den Attacken kommt es aber auch noch drauf an, wie genau die sind. Also wenn es jetzt wirklich eine Attacke ist mit 95% Genauigkeit und die verfehlt, ja, es ist dann doch schon ziemlich scheiße. Aber wenn es halt wirklich was ist, wie jetzt hier 50% oder wie bei Sefi mit Focus Blast mit 70%, das ist halt auch noch ein zweiten Mal, kann man auch schon von Hex reden, weil das dann auch bei 70% müsste dann eigentlich die zweite Attacke rein, ja, logisch treffen. Ja. Wenn wir schon bei Hex sind, erzählen ja auch lustigerweise die Crits mit dazu. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass ihr öfters crittet, wenn euer Gegner geboostet ist? Nö. Tatsächlich nicht. Echt nicht? Also mir geht's zumindest meistens so, wenn ich jetzt spiele und ich spiele jetzt gegen jemanden, der, keine Ahnung, einen plus 2 Panferno oder sowas draußen hat, kritisch teilweise öfters als gegen Leute, die ungeboostet sind. Also so kommt's mir zumindest vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt subjektiv ist oder ob das wirklich so in der Spielmechanik drin ist, dass du dann öfters crittest, aber zumindest kommt es mir so vor. Ich glaube, das ist so eine Sache wie, wow, alle Ampeln sind rot, weil dir halt das gerade auffällt. Wenn sie grün sind, dann fällt es dir halt nicht auf, und wenn sie halt dann rot sind, dann regst du dich an jeder Ampel auf. Ich denke, dass wenn du zum Beispiel, gehen wir mal von Pixie aus oder so, wenn du auf ein geboostetes Pixie irgendwie 5 Hits landest, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, einen Crit zu machen. Da werden mir jetzt vielleicht ein paar Mathematik-Fuzzis in den Kommentaren widersprechen, aber ich behaupte, die Wahrscheinlichkeit mit 5 Angriffen ist höher zu critten, wie wenn du nur einmal angreifen kannst. So, ne? Und wenn du halt einmal angreifst und etwas KO'st und es dann kein Crit ist, dann ist es irgendwie normal, oder wenn es ein Crit ist, oh, ein Crit oder so, aber wenn du halt 5-mal ein Pixie angreifst, dann kommt halt irgendwann mal der Crit, und das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass Pokémon halt, die defensiv geboostet werden, öfters getroffen werden und deswegen vielleicht auch öfter gekrittet werden. Das kann natürlich sein. Das kann wirklich bloß subjektiv sein, dass mir das so aufgefallen ist. Denn gerade auch, wie du schon sagst, bei defensiv geboosteten Pokémon mit Gedanken oder sowas, kommt es mir halt wirklich so vor, sobald du dann plus 3 bist, sollte man dann schon einmal angreifen, weil es könnte ja der Crit kommen irgendwann. Und der ist dann halt teilweise spielentscheidend. Ja, richtig, aber genau deswegen hat man ja auch, ich würde mal sagen, High-Crit-Ratio-Moves, ne, beziehungsweise so Sachen wie Steinkante, Nachthieb und so ein Kram, ja. Alles, was halt so ein bisschen crittet, und um genau so Sachen irgendwie ein bisschen zu verhindern, ne, diese Setups und so. Ja, ohne die wäre
wäre das ja viel zu OP, sich zu boosten. Also ich glaube, das hat Game Freak auch auf jeden Fall mit Absicht gemacht. Weil das Meta ein bisschen balanced ist. Ja, damit man halt solche mega geboosteten Pokémon, wie jetzt zum Beispiel, wie du schon sagst, Pixie, was halt wirklich assi werden kann, wenn es sich boosten kann, auch noch irgendwie rausnehmen kann in so einem Kampf. Ansonsten spielt jeder Pixie, boostet sich bis zum geht nicht mehr und dann ist halt Ende Gelände. Ja. Richtig, und deswegen gibt es ja auch die Strategie mit Energiefokus und... Ich wollte es gerade sagen, wie findet ihr denn Seedraking mit Energiefokus und den Moveset, das ist immer critted? Bartstall ist weg. Finde ich echt cool, aber muss ich zugeben, habe ich noch nie gespielt, so. Ist eine schöne Strategie. Kann man mal spielen. Wasser-Pokémon so mit dem Set ist sehr, sehr geil, also batzt wirklich alles weg. Draco Meteor, Surfer oder was auch immer, das geht richtig ab. Mäßig mit Klebenetz, Heilige Mutter Maria. Dann komm, Sephiroth, sag's an, wie spielst du's? Damit sie es jetzt wieder machen kann. Ja, ich will ja nicht sagen, aber es gibt ja ein paar Videos, wo ich Seedraking benutze und damit teils ganze Team sweepe, ja. Okay, dann musst du mir mal ins Schicken, dann tue ich das mal unten verlinken mit. Also das kann man sich auf alle Fälle mal angucken. So ein Seedraking ist jetzt nicht das overpoweredste Pokémon, aber mit dem Moveset, was halt wirklich auf Energiefokus und Crits abzielt, ist halt wirklich echt stark. Also, das ist so ein Pokémon, das kann überraschen. Im besten Fall in einem Regentanz-Team zum Beispiel Regentanz geht leider nicht. Brauchst du Superschütze. Als Fähigkeit. Kannst du schon machen, weil dann ist der Surfer halt viel stärker, ne? Ja, gut. Und wie gesagt, mit Klebenetz outspeedest du eh alles. Also, du brauchst da kein Wassertempo oder was auch immer. Die andere Frage ist nur, würde man Energiefokus plus hier Dingens und so, würde man das als Hex zählen, weil der Crit ist ja 100%. Weil sobald was 100% ist, hat es ja nichts mehr mit Glück zu tun. Deswegen, das wäre in meinen Augen auch nichts Glücksabhängiges, weil du provozierst ja, dass der Crit immer kommt mit dem Energiefokus und... Naja, du provozierst es nicht nur, sondern du stellst es eigentlich sicher. Weil mit dem Item, wie heißt es auf Deutsch? Linse? Scope-Linse oder so? Ja, ich glaube schon. Superschütze und Energiefokus hast du halt 100% Crit-Chance. Und das ist eine garantierte Crit. Und deswegen spreche ich halt nicht mehr von irgendeinem Hex. Nee, in dem Fall ist das... Ich würde es genauso bei Togekiss, würde ich auch nicht von Hex reden unbedingt mit Luftschnitt, weil du spielst ja Edelmut und Luftschnitt, weil du halt diesen Flinch willst. Und du hast ja durch Edelmut schon, eine höhere Chance. Du hast eine höhere Chance, aber du hast keine Garantie. Und ja, wenn gut, du halt mit Togekiss jemanden weghext, dann kann man schon von Hex reden. Aber da ist halt auch die Strategie dahinter zu hexen. So. Ja. Togekiss ist halt das Hex-Pokémon, was mir einfällt, wenn man von Hex-Pokémon redet. So. Togekiss und Rachi eigentlich. Aber ist schwierig. Ja. Obwohl ich Jirachi oder Chirachi oder wie auch immer man das aussprechen möchte, so oft gar nicht sehe. Da ist schon Togekiss. Ja gut, an Togekiss kommt ja dran. Rachi ist halt so ein Event-Pokémon. Da braucht man halt schon ein gutes dann irgendwo. Oder lässt sich's gut machen. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt 24 Minuten ungefähr geredet über Hex allgemein. Es gibt natürlich noch ein Thema, was gerade bei den CP-Spielern sehr, sehr häufig ankommt und gerade auch in Turnieren sehr, sehr auf Gegenliebe stößt oder fast stößt teilweise. Wir nehmen an, wir kämpfen gegen jemanden, gewinnen den Kampf durch einen Burn oder einen Crit und der Gegner kommt an und stellt uns so hin, als hätten wir keinen Skill, würden bloß durch den Crit gewinnen und das ist eigentlich so das größte Thema, was ich heute auch besprechen wollte. Wie findet ihr Leute, die halt wirklich sich drüber aufregen, dass man bloß mit Hex gewinnen konnte und dann halt schlecht gelaunt sind, beleidigend werden etc.? Ja, ich glaube, da gibt es dann auch wieder den Unterschied. Ich glaube, wenn man jetzt einen Crit kriegt im ganzen Kampf oder so und der halt der Spielentscheidende war, dann kann man sich eigentlich nicht wirklich darüber aufregen, weil man hat ja immer die ganze Zeit die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und wenn ich halt jetzt den Crit bekommen würde und halt persönlich gar nicht auf Hex spielen würde, dann könnte ich ja gar nichts dafür. Und dann könnte er mich ja flamen, wie er will, aber ich kann ja nichts daran mehr ändern. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, tut mir leid, dass ich einen Crit gekriegt habe. Also man entschuldigt sich ja, wenn das halt schon krass melant war, schon so, dann sagt er halt sorry, aber das war's auch, man akzeptiert ja den Crit. Aber wenn jetzt halt sowas passiert, wie beim Sefi halt, dass halt dreimal der Fokus blasen ist, dann kann man auf jeden Fall sagen, der hat auf jeden Fall nur wegen Hex gewonnen.
Ja gut, jetzt in dem Beispiel war das nicht so, aber ich würde das auch so unterschreiben. Nur die Sache ist halt, ich sage jetzt mal, erfahrene oder gute Spieler lassen sich halt auch nicht weghexen. Jeder, der irgendwie ein bisschen Competitive-Erfahrung hat, der weiß ganz genau, was kann passieren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Eisenschweif kann jetzt halt missen oder Focus Blast kann ebenfalls missen oder wenn jemand einen Togekiss in der Hand hat, dann muss man halt ein Pokémon haben, was man nicht geparat bekommt oder so, ne? Also ein guter Spieler kann um viele, viele, viele Hacks rumspielen. Ne? Es gibt natürlich Hacks, die mattern, wie irgendwelche Crits oder was auch immer, aber genau mit solchen Sachen muss eben der das Spieler ebenfalls rechnen. Er kann sich sagen, okay, ich habe jetzt diese eine Chance. Wenn der Gegner mich jetzt crittet, dann habe ich das Game verloren. Ich kann nur mal so ein Beispiel erzählen. In meinem allerersten DPL-Kampf gegen FLG hat er meine einzige Möglichkeit, sein Cesurio noch auszunehmen, mit einem Eisenschädel-Flinch zunichte gemacht. Weil er war mit einem Cesurio hinter einem Sub und ich hatte kein einziges Pokémon, was ihm noch treffen konnte. Außer mein Felinara mit Schallwelle und das hat er einfach mit Eisenschädel geflincht. Ich hatte einen Reflektor oben, damit ich den Eisenschädel überlebe, aber ich habe den Flinch bekommen. So, ne? Also ich habe das geschickt gemacht, aber nicht einbedacht, dass der Eisenschädel ja flinchen könnte. Und wenn es halt so, ja, wenn es halt deine einzige Möglichkeit war, in dem Battle noch zu gewinnen, dann hast du erst entweder schon zu viele Pokémon verloren oder du hast das Teambuilding ziemlich schlecht gemacht. Und ich würde mal sagen, ein erfahrener Spieler kann auf jeden Fall um Hex herumspielen. Klar, wie gesagt, es gibt immer wieder Sachen in irgendwelchen finalen Kämpfen oder was auch immer, wo Hex relativ gemattert haben. Aber die muss man eben in Betracht ziehen. Ne? Man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen und man kann nicht einfach davon ausgehen, dass alles so läuft, wie man es sich plant, weil das wäre nicht spannend, das wäre einfach nur kalkuliert. Dann könnten wir auch zwei Teams in den Calculator eingeben und dann würde das Ergebnis rauskommen, wer jetzt gewinnt und wer nicht. Ne? So. Also was das anbelangt, wenn jemand mich beschuldigen würde wegen irgendwelchen Hacks, also wenn ich ihn wirklich weggehext hätte, so dass es wirklich irgendwie nicht mehr funny ist, dann klar, dann würde ich vielleicht den Sieg nicht so nehmen, wie er sonst wäre, dann würde ich mich auch nicht so gut fühlen, ne? Dann hätte ich mir den Sieg auch nicht so extrem verdient. Dennoch habe ich ihn mehr verdient, weil es ist Pokémon und so ist halt Pokémon. Ich wurde auch schon weggehext oder jede wurde auch schon weggehext. Aber wenn halt dann jemand wirklich kommt und hier meint, das ist nicht verdient und so, dann vergesst die Person, weil dann hat die eh nichts. Die kann eh nichts. Also eine Person, die sich aufregt, weil du nur mit Hex gewonnen hast, die ist einfach kein Gönner und in der Regel sind das auch keine guten Spieler, sondern einfach nur irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Leute, die sich halt über unsinnige Sachen aufregen im Leben. Ich finde das jetzt auch gut, was Sefi angesprochen hat. Und zwar, wenn ich jetzt durch einen Crit gewinne, und mein Gegner zuvor, keine Ahnung, 5 Crits bekommen hat, ich aber den entscheidenden Crit lande und das Match gewinne, habe ich natürlich verdient. Ich meine, wenn ich jetzt einen Crit bekomme, ich kann nichts dafür. Und Gagstar hat davor gesagt, mit dem Entschuldigen, wenn ich jetzt beispielsweise gegen Sefi spiele, ich critte ihn weg und entschuldige mich dann. Ich finde das ebenfalls so ein zweischneidiges Schwert. Klar tut es einem irgendwie leid, den gegenüber, den man mag und dem Gegner, aber wieso soll ich mich entschuldigen für etwas, was genauso gut mir passieren kann und für das ich überhaupt nichts kann? Also ich würde sagen, an der Stelle ist entschuldigen und dass es einem leid tut, sind zwei verschiedene Sachen. Sich entschuldigen ist sich für etwas entschuldigen, halt, ne? Die Verantwortung für etwas zu übernehmen, was du in so einer Situation gar nicht kannst, weil du es nicht beeinflussen kannst oder nur generell, also nur minimal beeinflussen kannst. Aber es kann dir ja trotzdem noch leid tun. Ne? Du kannst ja trotzdem sagen, dass du das, ich weiß nicht, dass du das nicht cool findest, dass es passiert ist. So, wie gesagt, du kannst nichts dafür und das heißt auch nicht, dass du das weniger verdient hättest. Aber leid tun kann es einem immer noch, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, man soll jetzt nicht im Boden versinken und sich den Sieg selbst überhaupt nicht gönnen oder was auch immer. Aber man kann schon sagen, dass es einem leid tut, wenn man jemanden weggehext hat, weil der Kampf wäre bestimmt irgendwie spannender oder cooler geworden. In den meisten Fällen, wenn man jemanden nicht zu Tode weghext, ne? Ja, klar. Er drei ist halt so perfekt. Ihr quatscht über alles, was ich mir so gerade überlege nebenbei. Petrus Schwadertrux.
Ja, ich bin eigentlich fertig. Ach so. Ich Genau. habe mich gerade weggecrittet. Genau darüber wollte ich nämlich auch reden. Sollte man sich für Sachen entschuldigen, für die man nichts kann? Ich meine, Sefiro hat es gerade schon gesagt, du kannst halt nichts dafür, wenn du in den Crit landest, außer du spielst halt wirklich das Seedra-King, was wir vorhin angesprochen hatten. Aber man kann halt wirklich nichts dafür, wenn sowas eintritt. Warum sollte man sich denn dafür entschuldigen? Und im Kampf gegen Troix, wo ich ihn halt wirklich in der ersten Runde gefreezed hatte, habe ich halt auch gesagt, es tut mir so leid, weil der Kampf eigentlich so cool hätte werden können. Aber ich habe halt seine Win-Condition in dem Sinne in der ersten Runde gefreezed. Und es tat mir halt schon leid, weil wir hatten uns gegenseitig halt versprochen, wir wollten uns einen guten Kampf liefern. Weil der erste schon so gut und spannend war. Aber man kann es halt nicht beeinflussen in dem Sinne. Und das ist halt dann so die Sache. Muss man sich wirklich dafür entschuldigen? Muss man sich rechtfertigen, wenn man Glück hatte bei einem Kampf? Ich meine, das hat jeder mal irgendwann und irgendwo. Und ich sehe dann auch nicht ein, wenn ich dann irgendwelche Leute habe, die dem anderen das nicht gönnen, dass er gewonnen hat. Ich meine, klar, es hätte auch anders abgehen können. Du hättest auch den Crit nicht landen können. Der Schlafpuder hätte auch daneben gehen können. Oder die Para oder der Burn hätte nicht eintreten können. Aber ich meine, in der Situation ist es nun mal so ausgegangen, da muss ich auch so gönnerhaft sein und so sehr Sportsmann in dem Sinne sein, dass ich sage, okay, pass auf, du warst im Kampf der Bessere, GG, haben uns einen guten Kampf geliefert und gut ist. Und dann muss ich nicht noch drauf rumhacken, oh, du hast ja bloß durch den Crit gewonnen, oh ja, und das geht ja nicht und du hast ja nichts drauf und du kannst ja überhaupt nichts. Das finde ich dann nämlich gerade in Turnieren und gerade mit Leuten, mit denen man das wirklich auf einer ernsten Ebene spielen will, nicht so wirklich toll. Ja, eben, das ist ja auch natürlich halt eine gute Sache an Pokémon, ist ja, dass jeder, wirklich jeder, der ein Spiel besitzt und Internet hat, nicht mal unbedingt Internet, wenn man halt auf so einem LAN Turnier ist, sag ich mal, jeder hat ja die gleichen Chancen von Anfang an bis zum Ende. Und es kommt halt nur drauf an, ob man ein eher guter oder ein eher schlechter Spieler ist. Und wie halt Sefi eben sagte, ein guter Competitive-Spieler spielt halt um die Hex herum. Und dann sagt er halt, ah shit, jetzt habe ich halt hier den Burn bekommen. Gut, dann versuche ich hier jetzt noch in, keine Ahnung, was auch immer zu switchen. Und vielleicht kriege ich ja auch mal die Hex, wenn man verzweifelt ist. Das ist ja auch noch eine sehr gute Sache. Halt immer, wenn man verzweifelt ist, kann immer was passieren, weil es die Hex gibt. Aber ich will halt um die Hex rundrum spielen auch so zwiegespalten. Ich bin klar, man kann es versuchen, aber man kann es am Ende nie vorhersehen, ob dann irgendwann was kommt. Das ist halt das. Naja, was ich damit gemeint habe, ist, wenn du weißt, dass ein Gegner Siedewasser hat und du hast einen physischen Sweeper Ja, gut, drin, das ja. da kannst du entweder drum rumspielen. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, ne? Das ist jetzt ein extrem einfaches Beispiel. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, wo man ganz genau weiß, dass es eintreten könnte. Und wenn man das sich dem halt nicht bewusst ist, dann läuft man halt genau in diese Hex rein. Und das ist dann halt genau das Schlimme. Oder das, was dann halt mattert, ne? Das, was dann halt meistens spielentscheidend ist. Ich finde aber, dass mit dem Rumspielen hast du eigentlich ganz gut gerade erklärt, denn in Gen 5 und 6 kam es ja dazu, dass man die Teamvorschau hat. Also siehst halt vorher, was der Gegner für ein Team spielt. Und ich finde, da kann man schon teilweise absehen, wenn jetzt Pokémon dabei sind wie Togekiss, gehst du halt, wenn du deinen Gegner siehst, da spielt Togekiss im ersten Fall davon aus, okay, das ist Paraflinch. Oder okay, Jirachi ist dabei, das ist Iron Head Body Slam. Oder das spielt Citra-King, das könnte das Crit-Set sein. Da finde ich, kann man schon wiederum wirklich gut sowas abpassen und wirklich drum rumspielen, denn du kennst ja eigentlich, wenn du CP spielst, die meistgespielten Sets. Also finde ich jetzt zumindest. Und da kann man dann wirklich sagen, okay, das spielt das und das, da müsste ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen, wenn es wirklich Crit Jirachi ist oder so ein Parafinch-Togekiss. Dass ich dann versuche, das Pokémon möglichst schnell irgendwie auszunocken, damit ich da durch kann und dass er nicht seine Strategie rausbringen kann, mich zu paralysieren und alles dann zum Schluss noch wegzuflinchen. Also das ist gar nicht mal so ein dummer Gedanke, den du da hattest. Ja, man kann halt nicht blauäugig in sowas reinlaufen. Sollte man eigentlich irgendwie nie, finde ich. Also man sollte sich wirklich Gedanken machen, wenn man kämpft. Und das ist auch das, was ich finde, wo sich die meisten Anfänger immer ein bisschen schwer tun noch. Sich bei der Ja, Gym-Prüfung schon mal natürlich, Gedanken deswegen sind machen. sie auch Anfänger. Wenn sie sich damit Dem schwer tun fehlt die würden, Erfahrung. dann wären sie keine Anfänger.
sollten den Leuten Erfahrung geben. Passt oft bei Togekiss. So. Habt ihr denn jetzt noch was zum Thema? Ich finde auch, mit Hex und Aufregen, es ist situationsabhängig. Wenn ich jetzt gegen einen Passanten kämpfe und weggehext werde, gut, rege ich mich kurz auf, fertig. Wenn ich aber jetzt beispielsweise in der DPL bin, dort ein wichtiges Match habe und eventuell schon weiß, gut, gewinne ich zum Ende hin des Kampfes und dann wirklich noch weggehext werde, regt man dann, ja, dann bin ich beispielsweise so, ich rege mich dann ein paar Tage auf, denke mir, ja, wieso musste das jetzt sein? Es geht natürlich um Punkte und um Einkaufspunkte. Man möchte ja nicht jetzt Letzter in der Tabelle sein. Und wie gesagt, es ist situationabhängig, gegen wo oder wo ich spiele. Spiele ich in der Liga, spiele ich privat. Privat sind jetzt die Hacks für mich persönlich jetzt weniger von Bedeutung als jetzt beispielsweise in der DPL. Ja, ich denke, das wird für jeden so sein. Ich glaube, jeder wird sich in einem Turnier mehr aufregen, wie wenn er einfach von einem Random gehext wird. So, ich glaube auch, dass man sich darüber aufregen kann, ist ja kein Problem. Also generell schafft es ja auch Emotionen und genau das soll's. Ich meine, wenn man einen Crit bekommt, dann freut man sich. Und wenn man halt gekrittet wird, dann ist man vielleicht pissed oder salty. Ist ja auch völlig okay. Ich meine, genau dafür sind ja genau dafür ist ja das Glück da. Ne? Glück erschafft Emotion. Und ob positiv oder negativ, man sollte sie ausleben, keine Ahnung. Also ich tu's. Genau, deswegen mag ich Pokémon auch so, weil ich da auch mal aggro sein kann. So. Weil ich, wenn ich, keine Ahnung, ich kann die Leute nicht verstehen, die bei FIFA ausrasten oder bei anderen Spielen, weil ich bin halt der übelste gechillte Boy in der Regel. Aber teilweise bei Pokémon kann ich auch ultra abgehen und das genieße ich halt, weil ich das bei keinem anderen Spiel so wirklich kann. So. Und da sind Hacks auf jeden Fall großer Bestandteil davon. Klar, es sind Emotionen, die man hat. Und wenn man jetzt verliert durch einen Hex und man sich aufregt, dann weiß man eben, gut, das Spiel macht mir noch Spaß. Wenn es mir jetzt egal wäre, dann könnte ich genauso gut sagen, gut, ich kann jetzt das Spiel weglegen und es interessiert mich nicht mehr. Genau. Ich finde, gerade bei Turnieren interessiert es dann halt doch schon mehr. Also es ist wirklich auch wichtiger, in dem Sinne, also wie du schon sagst, wenn du jetzt gegen einen random spiele irgendwo hier Battlespot oder so, klar, es regt einen schon auf, wenn man gecrittet wird, aber wirklich, wenn es jetzt in einem wichtigen Turnier ist oder allgemein DPL oder GPL oder was finde ich von der Liga, ist es halt doch schon ein bisschen was anderes, aber ich finde, man sollte halt trotzdem sich dann für sich aufregen und das nicht an anderen auslassen, weil das ist dann auch der falsche Weg. Ja, klar. Gibt's leider auch oft. Ja, aber das sind halt dann auch Leute, wo du sagst, naja, man kann es auch übertreiben. Ich bin jetzt am Ende auch bloß ein Spiel. Klar, es geht um was, aber wenn man jetzt Gewinner der DPL ist oder GPL oder auf einem Turnier kann man sich auch nicht. Na gut, wenn du VGC gewinnst, ja, da kannst du dir was davon kaufen, aber ansonsten kannst du dir auch nichts davon kaufen, wenn du jetzt irgendein Fan-Turnier gewinnst oder sowas. Und wir spielen am Ende alle, um Spaß zu haben und irgendwie, weil wir das Spiel mögen. Und müssen dann nicht extrem abgehen oder Leute beleidigen, bloß weil wir da mal Pech gehabt haben oder wirklich schon weggehext wurden oder sowas. Das ist dann nicht so der Sinn der Sache, finde ich, und nicht so der Sportsgeist dahinter. Ich meine, wenn du Fußball spielst, gehst du auch nicht, wenn du gefault wirst, hin und haust dir ihn aufs Maul, oder? Gibt's? Ja, ja, gibt's ja. Dann, kommt drauf an. Ne? Kommt natürlich auf die Liga an. Wenn es so schlimm ist, dass man schon eine grüne Karte einführen muss, dann. Könnte man auch mal Pokémon machen. Also die Leute, die sich darüber nicht aufregen, kriegen eine grüne Karte. Ah, nee. Leute. So. Ich entnehme dem betretenen Schweigen, dass nicht mehr viel Gesprächsbedarf besteht. Ja, ich glaube, zu Thema Hex wurde alles gesagt. Was natürlich jetzt noch ganz, ganz wichtig ist, Leute. Wenn ihr das Video seht oder den Podcast hört oder whatever, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, weil darum geht es natürlich auch am meisten eure Meinung dazu zum Thema, denn das betrifft alle. Nicht so wie das Thema letzte Woche, also vorletzte Woche, das betrifft jetzt wirklich mal alle, weil alle, die Pokémon spielen, hatten das leidige Problem, egal ob es in-game ist, also storymäßig.
kann Sephiroth bestimmt auch einiges davon erzählen. Mit Crits, ja. Und ja, egal, ob es online ist. Allem, ja. Ja, die Crits, ne? Die Crits werden meistens. Das ist so. Und ja, ich verabschiede mich jetzt und möchte euch ans Herz legen. Klickt bitte auf die Namen der einzelnen Teilnehmer, da kommt ihr auf den Kanälen an. Könnt ihr euch da abonnieren, gleich instant. Gagstart habe ich gesehen, spielt Pokémon Showdown. Ja, weil momentan. Keine Capture Card. Also wenn ihr auf Pokémon Showdown steht, guckt beim Gagstart vorbei. Troix spielt derzeit ein wunderbares Let's Play Pokémon Colosseum. Kann ich bloß empfehlen, oh, ja. Da bin ich auch vertreten als Bimon. Und Sephiroth, der Battlemeister mit Abonnentenkämpfen. Und guckt euch auf alle Fälle seine Egglog zu Pokémon X an. Ich muss zum Beispiel auch selbst noch weiter gucken. Ich habe nämlich beim 6. oder 7. Part aufgehört, weil ich da keine Zeit hatte. Ich muss mir auf alle Fälle die restlichen Parts noch angucken. Die ist total lustig. Und gibt's One-Inch Punch noch? One-Inch Punch gibt's noch, aber ganz viele andere gibt's leider nicht mehr. Oh. Sternchen? Nichts fordern, nichts fordern. Dazu will ich jetzt nichts sagen. Also guckt euch auf alle Fälle an. Also hat wirklich eine Egglock mit vielen coolen Pokémon angefangen. Und ja, One-Inch Punch, Favorite. Er ist ja der Meister der Unisch-Pokémon, hat man gesehen in seinen DPL-Kämpfen. Auch wenn sein scheiß Unisch-Pokémon nicht viel getroffen hat. Also. Richtig. Richtig. Ich verabschiede mich. Ich erteile meinen Gästen die letzten Wörter und das war's von mir. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder mit neuem Thema und neuen Gästen. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao. Dürft euch verabschieden, wenn ihr wollt. Alle miteinander. Ich bedanke mich für die Einladung, Bimon. War eine schöne Runde mit euch. Gagstart. Ja, da kann ich definitiv nur zustimmen. War schön, sich über Hex, das eines der frustrierendsten Themen in Pokémon, etwas auszutauschen. Okay, Freunde. Lasst euch nicht hexen. Und wenn ja oder wenn doch, dann bleibt cool. Bis dann.